Entscheiden Sie sich für unsere Aktions-ETFs oder jetzt oder nie ETF-Sparplanaktion. Hast du solche oder ähnliche Sätze schon mal gelesen? ETF-Rabatte sind keine Seltenheit. Die Frage ist nur, bringen dir solche Aktionen langfristig wirklich einen monetären Vorteil? Und was steckt psychologisch gesehen hinter dem Impuls, auf Schnäppchenjagd zu gehen? Ich bin Ingo von der Online-Finanzakademie und wir decken heute mal auf, was es mit Aktionssparplänen bei ETFs auf sich hat, rechnen schwarz auf weiß aus, ob sich solche Rabatte lohnen und zeigen dir, worauf es wirklich ankommt. Also, schau rein! Wie immer freuen wir uns natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, über ein Like und schau mit einem Abo auch gerne mal in unserem Channel vorbei für mehr spannende Videos. Und jetzt wollen wir uns mal damit beschäftigen, was für Kosten bei ETF-Sparplänen überhaupt anfallen. Denn ETFs sind zwar kostengünstig, aber eben nicht kostenlos. Und mit diesen folgenden Kosten musst du eventuell rechnen. Also auf jeden Fall gibt es laufende Verwaltungsgebühren, die sogenannten TER oder auch Total Expense Ratio genannt. Und die gilt es für dich herauszufinden. Eine kostengünstige Variante ist zum Beispiel ein MSCI World ETF, der um und bei 0,12% jährlich kostet. Dann kommen noch Ordergebühren hinzu für die ETFs. Also wenn du einen ETF-Sparplan oder neue ETFs kaufst, können Kosten für diese Käufe oder auch später Verkäufe anfallen, zumindest bei ETFs. Bei Sparplänen ist es ein bisschen anders, da gibt es entweder Fixgebühren, zum Beispiel 1,50 Euro oder 1,5%. Aber es gibt eben sowohl bei Käufen und Verkäufen als auch vor allem bei Sparplänen Anbieter, die eben solche Sparpläne umsonst anbieten, also ohne Ordergebühren oder zum Beispiel auch Börsenentgelte, die auch noch theoretisch fällig werden könnten. Und dann gibt es noch den Punkt Depotgebühren. Also für die Verwahrung der ETFs können im Depot Gebühren anfallen. Das muss aber in der Regel nicht sein, denn viele Online-Broker, die bieten das kostenlos an, also dass dein Depot gebührenfrei ist. Es kommt nicht selten vor, dass Banken oder Online-Broker auf gewisse ETFs einen Rabatt geben. Aktionssparpläne bedeuten für dich zum Beispiel, dass du zunächst vollkommen umsonst sparen kannst. Diese Rabatte sind allerdings zeitlich begrenzt, häufig auf 12 Monate. Rabatte und Aktionssparpläne für ETFs, wie auch Schnäppchenpreise im Supermarkt, haben eine starke Wirkung auf unser Belohnungszentrum im Gehirn. Wenn wir bereit sind, etwas zu kaufen, dann passiert etwas Entscheidendes im präfrontalen Kortex hinter unserer Stirn. Diese Hirnregion verarbeitet nämlich Informationen aus zwei Systemen, die in Konkurrenz zueinander stehen. Zum einen mit dem Belohnungszentrum Nucleus Accumbens und zum anderen mit der Insula im Großhirnlappen, die unter anderem für die Verarbeitung von Schmerzen verantwortlich ist. Körperlichen Schmerzen, aber auch solchen Schmerzen, die ausgelöst werden, wenn man für etwas bezahlt und somit finanzielle Verluste verkraften muss. Gibt es nun eine Rabattaktion, kommt das Belohnungszentrum mit ins Spiel und ruft uns: Hallo, du musst unbedingt kaufen! Denn sobald die Belohnung, der Rabatt eintritt, wird Dopamin ausgeschüttet und wir fühlen uns einfach fantastisch. Dieses Glücksgefühl, das durch miteinander verschaltete Nervenzellen ausgelöst wird, dämpft dabei den Schmerz, den wir beim Geldausgeben fühlen. Im Prinzip, so haben Neurowissenschaftler herausgefunden, wird bei Rabatten und Schnäppchen das Zentrum aktiviert, das aktiv wird, wenn wir nach etwas süchtig sind und unsere Sucht befriedigen. Nicht selten werden daher Rabatte auch mit der Wirkung von Kokain beschrieben. Du fragst dich, was das Ziel der Banken und Online-Broker ist, wenn sie dir Rabatte geben? Sie versuchen dich als Kunden zu gewinnen. Verdienen werden sie nämlich trotzdem an dir, allerdings erst nach dem Rabattzeitraum. Aus diesem Grund solltest du dich immer fragen, wie ist es, wenn ich mehrere Jahre bei dieser Bank oder diesem Online-Broker bin? Welche Kosten kommen nach der Rabattauktion auf mich zu? Wir widmen uns zwei konkreten Beispielen und rechnen dir schwarz auf weiß aus, ob und inwiefern sich Rabattaktionen für dich lohnen. Sagen wir mal, du möchtest einmalig 1.000 Euro anlegen und danach für 10 Jahre einen monatlichen Sparplan von 200 Euro beginnen. Dafür setzt du auf zwei ETFs, zum Beispiel einen MSCI World und einen Emerging Markets ETF. Wegen der Rabattaktion, die du wahrgenommen hast, musst du weder für die Einmalanlage noch für deinen Sparplan im ersten Jahr zahlen. Du ahnst es aber schon, ab dem zweiten Jahr kommen Kosten auf dich zu. Wie hoch diese sind, ist unterschiedlich. So würde dein Sparplan zum Beispiel bei Comdirect 1,5% pro Jahr kosten. Das wären bei 200 Euro, die du monatlich in deinen Sparplan investierst,
36 Euro pro Jahr und somit 324 Euro für die restlichen 9 Jahre. Insgesamt hast du mit der Rabattaktion im ersten Jahr 36 Euro für den Sparplan und 30 Euro für den Kauf gespart. Insgesamt aber nach 10 Jahren 324 Euro bezahlt. Soweit so schlecht. Dann hättest du von Anfang an einen günstigeren Broker ohne Aktion gewählt, zum Beispiel Scalable Capital. Dann hättest du 1 Euro für beide ETFs für den Kauf bezahlt, sowie pro Monat 1 Euro für den Sparplan, da einer von beiden ETF-Sparplänen umsonst ist. In Summe wärst du dann nach 10 Jahren bei Kosten von 122 Euro gelandet und damit rund 200 Euro günstiger dran gewesen, als hättest du auf den Rabattkaufimpuls und damit auf dein Belohnungszentrum gehört. Nehmen wir uns nun aber ein anderes Beispiel vor, in dem du mehr Kapital investierst und auch Rebalancing nicht aus den Augen verlierst. In diesem Beispiel planst du, 10.000 Euro einmalig anzulegen und dann für 10 Jahre einen Sparplan mit monatlich 500 Euro zu bespielen. Darüber hinaus investierst du jedes Jahr eine einmalige Zuzahlung von 2.500 Euro und kümmerst dich um ein jährliches Rebalancing, machst also kleinere Verkäufe und Käufe. Rebalancing hat nämlich zum Ziel, deine ursprünglich angelegte Portfoliostruktur wiederherzustellen bzw. wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn du jetzt mehr zum Thema Rebalancing wissen möchtest und dich tiefergehend mit ETFs beschäftigen willst, dann ist dieser Kurs hier oben, ETF Depot Managerin, für dich genau das Richtige von uns. Schau einfach mal vorbei. Kommen wir zurück zu unserem Beispielfall. Sagen wir, du bespielst insgesamt 4 ETFs, zum Beispiel einen MSCI World, einen Emerging Markets, einen Global Clean Energy und last but not least einen globalen Staatsanleihen-ETF. Da dich aufgrund der Rabattaktion weder der Kauf noch der Sparplan im ersten Jahr etwas kostet, sparst du dir 90 Euro für den Sparplan, zum Beispiel bei Comdirect, und ca. 60 Euro beim Kauf. Aber auch in diesem Beispiel ist es natürlich so, dass die Aktion im zweiten Jahr ausläuft und du von da an den Sparplan zahlen musst, was ca. 90 Euro ausmacht. Außerdem musst du die Kosten für das Rebalancing und für den Zukauf tragen, die bei ca. 100 Euro pro Jahr liegen. Das wären auf 10 Jahre hochgerechnet unter den genannten Voraussetzungen insgesamt 1710 Euro. Hättest du hingegen von Anfang an einen günstigeren Broker ohne Aktion gewählt, zum Beispiel Trade Republic, hättest du gar nichts für den monatlichen Sparplan bezahlt und lediglich 1 Euro pro Kauf und Verkauf. In Summe wärst du damit nach 10 Jahren, wenn man 16 Käufe und Verkäufe pro Jahr einrechnet durch die Zuzahlung und das Rebalancing, auf insgesamt nur 160 Euro Kosten gelandet, was also ungefähr 1550 Euro weniger an Kosten ausmacht. Der größte Vorteil ist ganz klar, wenn man es clever anstellt, kann man seine ETFs immer umsonst besparen. Aber hier liegt die Betonung auf dem kleinen Wörtchen wenn. Allein wenn du ein Sparfuchs bist, dann kann das gut klappen. Du suchst ja nämlich immer wieder Aktionssparpläne raus und wechselst auch den Broker. Dann bist du in der Tat immer sehr günstig unterwegs. Hier liegt allerdings auch der Nachteil verborgen. Diese Vorgehensweise bedeutet, dass du immer einen immensen Aufwand hast und dabei auch Fehler unterlaufen können. Die Tatsache, dass du immer wieder neue ETFs und Broker suchen musst, scheitert bei den meisten an der Faulheit. Nun hast du ja schon gelernt, dass es das Belohnungszentrum ist, das uns dazu drängen möchte, Schnäppchen und damit auch Rabatte und Aktionssparpläne wahrzunehmen. Dabei kann das Belohnungssystem nicht warten. Es braucht eine sofortige Befriedigung. Mit dem Wissen können wir Rabattaktionen aber auch ein Schnippchen schlagen. Das Einzige, was wir nämlich brauchen, ist Zeit. Wenn wir Geduld haben und uns Zeit mit der Entscheidung lassen, ob wir nun auf die Rabattaktion eingehen oder nicht, so sagen zumindest Neurowissenschaftler, kommen wir häufig über den Kaufimpuls hinweg. Empfehlenswert ist in jedem Fall, dass du nicht nur auf die Rabattaktion hin entscheidest, sondern dir einen Broker mit grundsätzlich günstiger Kostenstruktur suchst. So verführerisch Rabattaktionen auch sind, wenn es um deinen langfristigen Plan geht, in ETFs zu investieren, dann solltest du lieber die Finger von solchen Aktionssparplänen lassen oder dir zumindest ausrechnen, was das vermeintliche Schnäppchen dir auf eine Laufzeit von 10 bis 20 Jahren tatsächlich bringt. Es lohnt sich, dir einen Broker herauszusuchen, der grundsätzlich eine günstige Kostenstruktur für dich bereithält. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne einen Like und abonniere natürlich auch unseren Channel für mehr spannende Inhalte. Ansonsten halten wir auch noch spannende Workshops für dich bereit, wo es unter anderem einen ETF-Handelskostenrechner gibt, wo du auch mal genau nachrechnen kannst, je nachdem bei welchem Broker du gerade bist, ob es nicht vielleicht auch günstige Broker für deine Sparpläne oder deine Käufe gibt. Dazu schau hier oben einfach mal gerne auf unserer Webseite vorbei, online-finanzakademie.de. Wir freuen uns und sagen bis demnächst.